Bin ein Schogun, ich hau dir aufs Maul. Und jetzt mit meiner löwischen Leopardenklaue hau ich dir aufs Maul, denn ich bin Gazelle. Alarmbereit. Warum machst du dich auch alarmbereit und verschwendest deinen Zug? Idiot. Au. 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 Wow. Das ist der riesige Steinaffe, so schnell springen kann. Das ist, er ist echt gelenkig für seine Statur. Für seine Statuette. Wow, dieser Schaden. Ich bin begeistert. Hey, sie ist alarmbereit. Das ist doch toll. Ich möchte gerne umbringen. Hammer der Gerechtigkeit. Jetzt macht er einen auf Tor, natürlich. Tor! Nein. Nein! Nein! Ich auf Gazelle! Wenn du stirbst, dann bin ich traurig. Dann muss Yugi nach oben rennen. Das ist doch voll scheiße. Oh. Alter Zinnober, ey. Die können sich aber nicht mal bewegen. Das ist sehr gut. Er wartet nochmal kurz. Und er haut jetzt mal da drauf. Mal gucken, ob sie jetzt Schaden kriegt. Ja, man kann sie wieder angreifen. Sehr gut. Stirb! Weil ich fast gestorben wäre. Mann, du Schlimp! Tristan, du bist so eine Wurst. Was kannst du eigentlich? Nichts! Mann, scheiße! Alter, fast tot, der Junge. So. Gut, der hat auch Medizin, stimmt, ja. Oh nein! Hä? Wo kommt der denn her? Yugi, du bist es doch, Yugi, oder? Bakura, es geht dir gut. Geht so, wo sind die anderen alle? Tristan ist schon hier, wo die anderen stecken, weiß ich aber nicht. Verstehe, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir uns gefunden haben. Ihr greift die Provinzhauptstadt so gut an, stimmt's? Da kann ich euch vielleicht helfen. Und wie? Es gibt ein Loch in den Verteidigungsstellen von Zugut, da passt allerdings keine Armee durch. Überlass das mir. Ich lenke die Wachen ab und zerstöre ihre Verteidigungsrüstung. Haltet noch einen Tag durch, dann werdet ihr ein Feuer im Schloss sehen. Das bedeutet, dass die Kanonen ausgeschaltet sind und ihr das Schloss stürmen könnt. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Wir sehen uns in Zugut. Bakura, warte! Okay. Ich hoffe, es wird ihm gut gehen. Nice! Halt! Vielleicht sollte ich... Ja, ich gehe aber doch lieber erst da oben hin. Ist, glaube ich, die klügere Wahl, würde ich mal behaupten. So, du gehst dahin. Dann können... Sollen die anderen jetzt noch ein bisschen draufhauen, oder? Dass sie hier überall nur noch Schlösser haben. Okay, da auch so eine scheiß Schildkröte. Haben die jetzt alle so blöde Katapultschildkröten oder was? Das ist ja unfassbar. Hey, guck mal, wir haben einen Specki da drin. Soll ich mir auch mal öfters angucken, ob die irgendwie was zur Verteidigung haben? Ah, sieh mal eine an. Aber ich glaube, jetzt hätte ich da reingekonnt, oder? Ich versuch's noch einmal.
berührt, nicht geschüttelt. So, jetzt haben wir endlich das Schloss erreicht. Okay, kann ich jetzt doch rein einmarschieren und alles niederknüppeln. Oh ja, zwei Drachen. Zwei Drachen. Zwei Schlaffis, aber hey, er hat Drachen dabei. Das ist toll. Ich mag Drachen. Ich bin Drachen-Fanboy. Was? Wie hat... Was? Wie sind wir denn geschwächt worden? Alter! Man kann's aber auch übertreiben, ey. Hab vergessen nachzusehen. Alter, leck mich fett. Ne, leck mich am Arsch. Fuck! Einmal nicht aufgepasst. Ihr Missgeburten. Scheiße. Ja toll, dass ich jetzt nichts machen darf, ey. Fuck, ihr Missgeburten. Das ist doch... Toll. Echt toll. Alter, ich bin gerade echt geschockt. Leck mich am Arsch. Scheiß die Wand an, ey. Ich hab nicht aufgepasst, nein. Oh, wie kann man nur so doof sein, Junge. Oh. Die kriegen alle eine Wiederbelebung. Alter, das ist ja... Boah, das ist echt hart. Oh, ihr Wichser, ey. Gut, dass sie sich nicht mal bewegen können. Alter. Scheiße. Oh, das ist... Oh, Alter, nee. Das bin ich gerade echt durch im Kopf. Wir hätten fast verloren. Hätten die noch einmal weiter angreifen können, bevor ich was machen darf, hätten wir es verkimmelt. Boah, sowas Dummes. Boah, das darfst du gar keinem erzählen. Und tschüss. Alter. Boah, bloß weg hier. Zeitzauberer. Ja, bitte dreh die Zeit zurück, damit das nie passiert ist. Kollege? Was ist diese scheiß Kamera, ne? Wir müssen mal kurz was einkaufen. So, warte mal, wir machen einmal. Wir hauen jetzt mit Trissa noch einmal drauf und mit den. Hier, ne, unserem. Kollega. Okay. Während Yugi dann wieder zurückgeht. Alter, das war jetzt. Boah, das war ja echt grausam jetzt. Boah. Jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll durch im Kopf. Scheiße. Bin ich ja so auch schon. Wow, das war kritisch. Hätte er mal lieber kritisch gemacht, aber egal. Ich bin gerade voll durch im Kopf und... Puh, erstmal wieder die Gedanken und Gedärme sammeln. Wassertornado, Aquaknarre! Die uns einfach anspuckt. Obwohl das eher aussieht wie ein Blubber, wie ein Blubstrahl. Sieht aus wie ein Blubstrahlangriff. So. So, schon besser. Zerfett sie mit deiner mächtigen Leopardenklaue, mein Löwe! Ach komm, ey. Ernsthaft. Au. Meine Verteidigung wirst du niemals durchbrechen. Ich bin unverwüstlich. Auch wenn ich gerade viel Schaden kassiert habe. Sie warte lieber, das ist sehr gut. Warte auf den Tod.
Zack, lila Klinge des Todes. Auf die Slot Machine. Zack, zack. Na, haben wir ein bisschen Lack abkratzen können? Ja, ein bisschen Lack ist ab. Der Lack ist ab. Der Lackaffe ist ab. Ich hau dir aufs Maul. Wow, kritisch. Sehr schön. Hammer der Gerechtigkeit und des Tors. Au. Das Alarm bereitet also greife ich den an. Zack. Na, wie gefällt dir das, Richter? Richte doch über mich. Na, ganz ehrlich, weil du eine Lusche bist. Hey, wir haben gewonnen. Yeah! Sehr schön. Level hoch. Ein Level nach hoch. Hoch den Humpen. Lasst euch nicht lumpen. So, einmal nochmal mit dem drauf. Mal gucken, ob wir mit Shimon da auch was ausrichten können bei ihm. Ansonsten werde ich warten, bis Yugi fertig ist und dann gehen wir als Dreierarmee die Sachen hier einnehmen. Wir haben nämlich ein einnehmendes Wesen. Schlechter geht's nicht. So, wer hat jetzt nochmal was? Okay, wir gehen auf den Richter. Wir werden ihn richten. Hier, ich habe meine Raten noch nicht, mein Ratenschwert noch nicht abgezahlt. Wieder kritisch. Und ich hau dich kritisch. Na, willst du mich jetzt verurteilen? Steck mich doch in den Knast, wenn du kannst! Ah! Wir sind zu dritt und ihr nur zu zweit. Nein, nicht auf die Ratte. Nein! Auf den Biber aber nicht. War doch Biberkrieger, ne? Biberkrieger, der wie eine Ratte aussieht. Ach, ist auch scheißegal. Yeah, unser untergewichtiges, magersüchtiges Topmodel. Hammer der Gerechtigkeit. Au, au. Warum haust du mich? Lass mich doch mal in Ruhe. Hier, stirb. Durch das Ratenschwert des Zorns. Lass mich mal raten. Wie wir einfach nichts drauf haben mit den Viechern hier. Das ist schon traurig. Wir brauchen neue Monster. Wir bräuchten einen Haufen an Drachen, mit dem wir hier alles niederprügeln und knüppeln können. Ja, geh mal auf was anderes drauf, außer auf mein kleines lila Hamstergedöns. Was habe ich eben gesagt? Du sollst nicht immer auf denselben. Mann, ich gehe auch nicht immer auf denselben, ja? Penner. Ja, noch zwei Hiebe und du bist tot. Ich schlage dich aus Liebe. Bitte töte ihn. Tu es, du kannst es, du willst es auch. Ja! Der Richter fällt. Juhu! Dein Richter fällt. Auf die Fresse. Stehen geblieben. Ah, die Kameraführung ist echt scheiße. Da macht sich jemand auf den Weg. Na nu. Gute Arbeit, Bakura. Wir geben alles. Rückt auf das Schloss vor. Ich weiß gar nicht mal, wie ich die letztes Mal gesprochen habe. Warum macht sich da jetzt so ein Fetti auf den Weg? Aha. Oho, die sind ja schon angeschlagen. Und da ist wieder nichts mehr. Okay, die wollen jetzt das Schloss da verteidigen. Okay, alles klar. Solange die Fettis jetzt nicht auf uns draufgehen, ist es okay. Wir müssen nämlich erstmal unser fast ausgelöschtes Team wiederbeleben. Und dafür, ne, ich spule mir noch ein bisschen vor. Oh. Eine Rückeroberung möchte ich nicht sehen.
Was für Wichser, ey. So. Kann man nicht genug von haben, wie man merkt, ne? Ja, ja, vom Feind eingenommen, interessiert mich nicht. Kanonen greifen, ich nehme es an, die in der Nähe vorbeifliegen. Es ist im Kampf sehr nützlich. Die Wiederbe... Wachturm verdoppelt die Reichweite von Luft- und Bodenabwehrkanonen. Damit sind Händler immer zur Stelle und die Preise steigen nicht weiter an. Viel auffüllen. Ich würde mal sagen, wir machen mal den. Wir geben mal ein bisschen Geld aus. So. Dann hätten wir das jetzt auch. Kommt jetzt noch einer auf uns zu, oder was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mann, ich will in Ruhe gucken. Lass mich doch mal in Ruhe. Der ist ja auch fast tot. Ich wollte nämlich gucken, kann ich jetzt gar nicht mehr Wiederbelebung und so weiter benutzen? Das wäre nämlich echt scheiße. Jetzt keult er mir wieder ein, der Sack. Lass mich doch mal in Ruhe. Scheiß Keuler. Warte mal. So. Wir gehen erstmal wieder auf den kleinfliegenden Idioten da. Der muss nämlich auch sterben. Ja, plasmarisiere mir nur eins. Ich wünsche... Sie ist doch schon magersüchtig und unterernährt. Lass sie doch mal in Ruhe. Du musst nicht noch das letzte bisschen Gewicht wegbrennen. Blöd, Mann. Da kommt, wir haben mit seinem Millenniumsauge angescheißert. Nein. Es wäre jetzt nicht so kompliziert, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Verdammt, das ärgert mich voll. Boah, ist das ärgerlich, ey. Mann, das ist echt scheiße. Ah, ich bin magersüchtig und kann deshalb nicht so viel aushalten. Lass mich. Hast gehört, ne? Lass sie, Lobster! Betz! Ich knacke deinen Panzer. Ja, wird jetzt erstmal ins Gras schweben. Nicht beißen, er schwebt ja. Und... Lobster ist der nächste, der abnippelt. Das Gute ist, sie sind alle halb geschwächt wegen der Explosion. Ah, komm! Halb geschwächt, halb tot wegen der Explosion, wollte ich sagen. Na, reicht's? Das reicht natürlich nicht. Wird das einfach reichen? Reicht es, um deine Schale zu knacken? Oh, du bist doch scheiße. Total scheiße. Jetzt war's das aber. So muss das. Shimon wird langsam richtig gut. Auch wenn er eigentlich nicht viel drauf hat, wird er langsam trotzdem richtig gut. Bevor wir jetzt hier weiter... Tatsächlich, da kommt einer vorzu. Scheiße. Ah. Das ist echt kacke jetzt. Ich glaube, das werde ich verkimmeln. Ich glaube, das werde ich echt verkimmeln, wenn ich jetzt meine Wiederbelebung nicht verwenden darf. Toll. Scheiße, Mann. Da muss ich hoffen, dass ich die jetzt ganz schnell ausschalten kann.
Ich glaube, von jedem einen Angriff werde ich überleben. Ah, jetzt nicht zwei mehr abziehen können. Wenigstens ist ja nur alarmbereit. Ist schon mal einfach schon der Dazug von meinem Gegner. Wenn er einfach nur draufhauen würde, könnte er mich umbringen. Boah, seid ihr dämlich, ey. Ich habe selten etwas so Dämliches wie euch gesehen. Ja, dann hau ich weiter drauf, ne? Ist ja klar. Vielleicht kommt man kritisch, das wäre auch toll. Ja, sie macht lieber weiter einen auf zauberhaften Spastiker. Ich riskiere es nicht, ich heile mich lieber hoch und töte dann gleich einfach die Schlampe. Weil so schaffen wir es dann noch zu überleben, das ist ganz gut so. Wofür kann ich jetzt da Wiederbelebungssachen kaufen, wenn ich da nicht angreifen darf, das nicht benutzen darf? Das ist doch voll scheiße. Dann hätte ich halt auch einfach angreifen können. Kacke. Den machen wir erstmal platt. Ich glaube, ich lasse Tristan jetzt immer bei Yugi. So ein Kack, ey. Was für mich eine Niederlage, du bist doch dumm. Ja, wenigstens der Feuerdrache lädt noch hoch. Dann ist der Feuerdrache bald unser stärkstes Vieh, das ist ganz toll. Alter! Nervensäge, ey. Wieso kann ich die Sachen, die ich jetzt kaufe, nicht benutzen? Das ist doch voll dumm. Warte, warte, warte. Jetzt nichts Falsches drücken. So. Ich möchte gerne ihn töten, damit er nicht mehr angreifen kann. Und dann ist der Hase gleich dran. Ja, mal gucken, da macht er nicht viel Schaden mit seinem Hieb. Oh, er verzaubert mich förmlich. Ah, okay, er greift gleich zweimal an. Gut. Selbst ein Kritisch würde mich nicht umbringen. Haha. Dann hau ich den jetzt erstmal aus dem Leben. Yeah, welche Freude. Einmal kostenlos hochheilen. Yay! Also was heißt kostenlos? Einmal hochheilen, ohne Risiko wieder Schaden zu kriegen. Und weg mit dir. Das Tolle ist ja, dass die anderen beiden erstmal die vielen Bewegungspunkte haben und dann noch Dingens, die ganzen tollen Heilsachen, wie rote Medizin war das, glaube ich, ne? Voll geil, ich bin begeistert. Mann, ey. Ja, ganz toll. So, das hätten wir. Boah. So ein Kack, ey. Ich will das nicht verkacken. Team. Ach. Das ist ja mal nice. Wie dumm ist das denn? Auf Straßen, wo alle Attacken der Geschwindigkeit. Ah, okay. Das ist auch interessant zu wissen. Warte mal kurz, Nachtexperte. Dessen Spezialität ist das Kämpfen in der Nacht, wo alle Attacken der Geschwindigkeit erhöht werden. Ah, cool. Hätte ich mir mal eher angucken sollen. Toll, dass ich mich nicht hochhalten kann. Das ist so behindert. Dieses System ist echt scheiße. Aber wenigstens können die anderen mich wieder hochheilen, meinen tollen Drachen. Boah, ist das Kacke. Das
Jetzt werde ich wohl verkacken, weil ich nicht aufgepasst habe. Kann ja auch eigentlich aufgeben, ey. Ah, schön, dass du mal was machst. Mann, ey. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Am liebsten würde ich aufhören, aufgeben und neu machen, aber das ist dann wieder alles umsonst gewesen. Oh, ist das ein Kack. Weißt du was? Ich werde das hier aufgeben. Ich mache jetzt aus. Das ist doch... Das ist voll scheiße. Ey, so kann ich das nicht fertig machen. Ich gebe das auf und dann werde ich offscreen den... Werde ich dann einfach hier... Ich werde dann nochmal voll... Ich werde das hier nochmal neu machen. Weißt du was? Scheiß drauf. Das machen wir nochmal neu. Das hat alles so keinen Sinn. Deswegen... Das war's dann erstmal für heute. Ich mache jetzt ein Aufnahmepäuschen. Das ist doch scheiße, ey. Mach ich nochmal neu, ne? Mann!